Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascal-Kanal. Ihr wisst Bescheid, wir checken Anno, anonym, Segen und Fluch, produziert von Tisside. Ja, er hat hier, anscheinend ist Tisside, der für Play die Sachen auch immer viel produziert hat, hier mit Katalea-Edition viel unterwegs hier. Und ja, wir gucken mal, was hier für ein Song entstanden ist. Spiel das Keyboard, lang genug geschwiegen, Zeit für ein paar Bars, Real Talk. Ich hol mir endlich meinen Seelenfrieden, für diesen Weg mussten haufenweise Tränen fließen. Immer. Ein Real Talk-mäßiger Track, geil. So, er holt sich endlich seinen Seelenfrieden. Und ja, ist jetzt ein guter Einstieg. Das heißt, Real Talk-Tracks feiere ich eh sehr. Und wir gehen mal rein. Ist sowieso ein nicer Rapper. Mal hat er Tracks gemacht, die mir nicht so gefallen haben. Mal hat er brutale Tracks abgeliefert. Ich bin sehr gespannt. Immer noch mit den gleichen Jungs am Block abhängen. Nur Gerüchte nach der Trennung mit der Rocker Gang. Immer noch derselbe Typ aus Papenwinkel. Mitten aus dem Ghetto wie eine Straßeninsel. Kindheitsfreunde wünschen mir Misserfolge. Falsche Ratten, die ich ficken sollte. Mucke war erst nur ein Hobby, dann ein Nebenberuf. Aber heute ist das mein Segen und Fluch. Zeit mit. Oh, nice. Gefällt mir gut. Sagt ihr, früher war es nur mein Hobby, dann Nebenjob. So, das ist jetzt der Fluch und Segen. Und jetzt aber Samra, das Ding ist big. So, weißt du, und jetzt muss man natürlich alles rausholen, was irgendwie geht. Ich bin gespannt. Die ich ficken sollte. Mucke war erst nur ein Hobby, dann ein Nebenberuf. Aber heute ist das mein Segen und Fluch. Zeit mit allen abzuschließen. Sammler holt mich aus und die war 8 Riesen. Verlass die Stadt und lass die Maske liegen. Verlass die Stadt und lass die Maske liegen. Auch sehr nice. Samra hat ihn da rausgeholt. Und ja, sorry, ich mach es hier nochmal ab hier an. Nur ein Hobby, dann ein Nebenberuf. Aber heute ist das mein Segen und Fluch. Zeit mit allen abzuschließen. Sammler holt mich aus und die war 8 Riesen. Verlass die Stadt und lass die Maske liegen. Nur Probleme links, rechts mit dem Bus nach Berlin. Denn ich wollte mit der Kunst was verdienen. Hurensohn war das erste, was gefickt hat. Digi Anonym, der erste Maskenrapper, der Gesicht hat. Ich hatte. Die Anonym, der erste Maskenrapper, der Gesicht hat. Ja, sehr nice. Gefällt mir hier sehr gut. Einfach mal wieder Bars. Rechts mit dem Bus nach Berlin, denn ich wollte mit der Kunst was verdienen. Hurensohn war das erste, was gefickt hat. Digi Anonym, der erste Maskenrapper, der Gesicht hat. Ich hatte Krisen, ich war Jahre nicht versichert. 100k Schulden, als ob meine Welt glitzert. Aber Gott sieht alles, Bruder, ich war immer dankbar. Schrieb euch eure Alben und ich frag mich, wo der Dank war. Alte Freunde reden über mich in ihren Interviews. Ja, ist nice, gefällt mir wirklich gut. Tut hier vieles aufarbeiten und ja. Scheint viele falsche Leute gehabt zu haben, war nicht versichert, viele Schulden. Ja, er hatte keinen leichten Weg vor sich, um dahin zu kommen, wo er heute ist. Und ja, jetzt hat er den Deal seines Lebens, ne? Nicht versichert, 100k Schulden, als ob meine Welt glitzert. Aber Gott sieht alles, Bruder, ich war immer dankbar. Schrieb euch eure Alben und ich frag mich, wo der Dank war. Alte Freunde reden über mich in ihren Interviews. Doch sie wussten nicht, bei mir war jeden Tag Winterblues. Als hätte mir einer meine Seele genommen. Mitten in der Albumphase ist auf einmal diese Lähmung gekommen. So viel Zeit. Ja, genau, der hatte, glaube ich, diese Gesichtslähmung, wenn ich richtig informiert bin. Krass. Ja, ein Schicksalsschlag kam auch noch dazu. Also, ich feiere Anonym eh sehr. Ich habe auch seine Alben gehört, schon bevor er bei Samra gesigned war. Ich habe Hannoveraner gehört und das Album, was danach kam, was ich noch besser fand. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Überkrasses Album gewesen damals, fand ich. Einer meine Seele genommen. Mitten in der Albumphase ist auf einmal diese Lähmung gekommen. So viel Zeit vergangen, fühl mich wie ein alter Mann. Ich kann verzeihen, die erste Goldene kriegt Alpagan. Heute. Sein, die erste Goldene kriegt Alpagan. Wie nice ist das bitte? Sein Entdecker, sein Förderer, der ihm wahrscheinlich viel geholfen hat. Er will seine Dankbarkeit zeigen, so er vergisst nicht, so weißt du? Komplett nice. Viele es nicht wissen, früher waren die alle ein Team, anonym, Samra, Alpa. Gent und was weiß ich, wer alles noch. Auf jeden Fall, was heißt, ich weiß nicht, als Label richtig oder ob die einfach als zusammen Musik gemacht haben. Auf jeden Fall hat Alpagan denen geholfen, als denen noch keiner geholfen hat. Ole!
ich den Stern aus dem Mercedes aus. Trotz all den Lücken in mein Lebenslauf. Grundschule Friedhof Nansen, Kickdown nach Listermeile. Meine beste Zeit, denn auf der Uhr sind Glitzersteine. Ich bin nicht alleine, denn wir sind drei Sterne wie das Benz-Emblem. Ich bin nicht alleine, denn wir sind drei Sterne wie das Benz-Emblem. Also Play, Samra und Anonym. Ich hab's ja auch schon jetzt öfter gesagt. Die haben ja in der Theorie ein richtig starkes Team jetzt. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Wer als nächstes sein Album brettern wird, wann der erste Track von denen vielleicht als Dreier-Kombi kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und auch immer einfach ohne Hook. Geil. 1-2 Jahre, dann kann ich in Rente gehen. Katalea-Edition auf unseren Händen stehen. Wer unser Hype will, muss auch mit den Konsequenzen leben. Alle kriegen Panik. Wer Hype will, muss auch mit den Konsequenzen leben. Die sind für den Krieg bereit. Ich habe auch großen Respekt für die Leute, die jetzt zu Samra gegangen sind, da geblieben sind, loyal waren. Gerade mit dieser Shirin David Sache. Es gibt viele Rapper, die Samra jetzt im Stich gelassen hätten. Und dafür kann ich auch nur Props geben. Kann ich in Rente gehen? Katalea-Edition auf unseren Händen stehen. Wer unser Hype will, muss auch mit den Konsequenzen leben. Alle kriegen Panik, wenn Wolle ab in den Wagen rollt. Wenn ihr uns schaden wollt, Allah bewahre euch. Fahr Richtung Arno Süd, im Kofferraum ist Vakuum grün. Immer noch derselbe, bleibe anonym. Damals musste ich Döner schneiden. Heute siehst du meine Hörer steigen, sitze im AMG. Döner schneiden, heute siehst du meine monatlichen Hörer steigen. Auch sehr nice Line, so von den Struggle auf seinem Weg und was er alles erlebt hat. Feier ich sehr. Noch derselbe, bleibe anonym. Damals musste ich Döner schneiden. Heute siehst du meine Hörer steigen. Sitz im Arm, geh hinter getöten Scheiben. Hannovers Captain, ich bin immer noch im Mittelfeld. Und sie wollten, dass der Typ mit allen Mitteln fällt. Segen und Fluch. Dass der Typ mit allen Mitteln fällt. Er hat viel erlebt auf seinem Weg. Und ja, ich gönne ihm das auf jeden Fall. Wenn er gute Musik macht, ist cool. Es gibt auch Lieder in letzter Zeit, die ich nicht so gut fand. Ja, aber das ist ein richtig geiler Track. Meine Ghetto-Sterne, meine Ghetto-Sterne, ich schau in den Himmel, ah, sie sind der Ferne, sie sind der Ferne. Hip-Hop-Elementen jetzt noch hier am Start mit diesen Platten-Stretchen oder wie man das nennt, finde ich übernice. Meine Ghetto-Sterne, meine Ghetto-Sterne, sitze mal am Hannovers Captain, ich bin immer noch im Mittelfeld. Ja, nice. Gefällt mir gut der Track. Schreibt mir eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare. Und ja, wenn du Raps so feiert, abonniert natürlich meinen Kanal. Wir gucken nochmal, was hier jetzt passiert. Bruder am Block, neun Eisen versteckt in der Canada Goose. Hänger am Block in der Hörprobe zum neuen Song. Schreibt mir eure Meinung natürlich in die Kommentare zu meiner Reaktion, zu den neuen Song und so weiter. Ihr wisst schon. Und ja. Das war's auch schon, meine Freunde. Ich bin raus.